Hallöchen, ich bin's Anita vom Channel Anita Girly Thema. Schau mal, wer da ist, mein gewonnenes Fohlen. Und schau mal, wer heute jetzt dann gleich auch jemanden kennenlernen wird, und zwar meine anderen Pferde. Ich bin schon minimal aufgeregt. Los geht's. Da kommt der Rubien angaloppiert. Und das war's schon wieder. Jetzt läuft sie ihm nach. Hey, ich will doch nur spielen. Also das ist echt nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Beim Fohlen haben wir auch so den Welpenschutz, glaube ich. Kurz ein kleiner Snack mit Porzellinchen. Boah, die Wiese wird dann aussehen. Oh no, ich entschuldige mich jetzt schon an dieser Stelle. Boden ist natürlich nicht ganz trocken, das ist halt leider immer so ein bisschen schwierig. Im Sommer wäre das wirklich einfacher, die Pferde zusammenzustellen, weil dann haben wir natürlich viel mehr Platz da im Stall. Aber jetzt ist diese Wiese geopfert worden, weil die wird jetzt ordentlich auch umgegraben von den Pferdis. Und auch das schaut ganz gut aus. Und das nach 2 Minuten. Übergeschaut, aha, es ist kein Zaun mehr zwischen uns. Dass die alle sich da so vom Zaun aus beschnuppern konnten. Porzellinchen war schon früher bei ihr. Schon gleich nach ein paar Tagen, es hat echt ganz gut geklappt. Na, habt ihr wenig Interesse an dem Foli? Da hinten steht sie und jetzt schauen wir mal, wie Tante Escada reagiert. Mein Freund holt jetzt gerade Escada hier zum Zaun. Ein goldenes Fischstäbchen. Hallo meine Schöne. Schau mal, wer da ist. Hast du die schon gesehen? Oh, nein, keine Interesse. Tschüss. Wer ist das? Moi! Moi! Aha. Sie zeigt das ziemlich deutlich. Kann sie eh schon sehr gut verteidigen. Oh nein. Panade wird jetzt eingeleitet und hier sehen Sie, wie ein Schnitzel entsteht. Einmal panieren bitte. Skadi, machst du das auch? Skadi, wir sehen nichts. Ja, ich weiß, dass du jetzt ins Bild möchtest, aber wir sehen jetzt nichts. Also mein goldenes Fischstäbchen ist ja nicht mehr das einzige goldene Fischstäbchen hier in der Gruppe. Hat wenig Interesse an dem Fohlen. Voll süß auch, wie Porzellinchen die ganze Zeit bei dem Fohlen bleibt. Mhm. Nächster Annäherungsversuch von Rubien. Schau mal, süß. So putzig. Mal da jetzt hin. Skadi, schau dir das doch mal an. War das gerade Porzellinchen? Oder was war das für ein Dinosauriergeräusch gerade? Oder irgendein Auto gerade gebremst. Der Rubien sieht jetzt richtig schön schmutzig aus. Was macht die Skadi? Fressen. Nachdem das jetzt wirklich alles hier so mega harmonisch funktioniert, haben wir jetzt die Jessie, das Pferd von meinem Freund, hier so ein bisschen galoppiert. Und auch das Pensionspferd. Das ist ja von meinem Schwiegervater, also vom Vater meines Freundes, dazugegeben. Jenny ist auch schon steinalt. Ja, irgendwie hat da niemand Interesse an dem Fohlen. Hinten ist das Fohlen. Keiner hat Interesse. Die steht da dabei, als würden sie da einfach schon ewig dabei stehen. Schaut ihr das mal an. Das ist das Allerärgste. Wie die alle auf einen Haufen quetschen. Die Wiese ist eh groß genug, dass jeder irgendwo in einer anderen Ecke sein könnte. Ach, schau mal, jetzt kommt die Jessie mal vorbei und sagt Hallo. Okay, das war's schon wieder. Na, Gott sei Dank. Skadi, Jenny, wollt ihr mal schauen? Oh nein. Rubien hat schon geschaut.
Jenny zeigt sich in ihrer vollen Pracht. Bei der wissen wir das Alter nicht so genau. Die Tierz hat das Alter geschätzt, ich glaube, auf 29 oder 30. Also die ist schon richtig alt. Pensionspferd. Wird auch natürlich nicht mehr geritten. Also die ist einfach bei den anderen dabei, so die Mutti. Aber dass die Skadi überhaupt kein Interesse zeigt, wundert mich. Die denkt sich nur so, hä, die ist dünner als ich, ich mag sie nicht. Ich schaue sie nicht einmal an, ich würde ihr nicht einmal eines Blickes. Das freut mich voll, dass meine Kleiderherde so freundlich ist. Zwei, so lieb. Dass die schon so schnell Freunde sind, ohne irgendeine Diskussion. Sie hat zwar einmal in seine Richtung ausgeschlagen, aber das ist komplett harmlos gewesen. Oh, die Frisur von der Rubineska. Upsi, noch von gestern. Kannst du dem kleinen Mädchen nicht zeigen, dass man sich da die ganze Zeit wälzt und sich so schmutzig macht? Sie hat sich jetzt eh weggedreht, also sie schaut eh nicht so genau hin. Aha. Die Decke hält. Aber das freut mich, dass er sich wohl fühlt. Du kennst ja den Spruch, schmutzige Pferde sind glückliche Pferde. Erinnert mich auch sehr an mein Video von Rubineska, die mal super schmutzig war. Schau dir mal das an. Das Video verlinke ich dir da jetzt rechts oben, falls du dir das Ganze mal gönnen möchtest. Es war einfach die Hölle. Die Esel sind so lustig. Und wieder weg. Die gibt's nur im Dreierpack. Ups, die Wiese ist schon sehr mitgenommen. An dieser Stelle vielen Dank an den Stallbesitzer, dass wir das hier machen durften. Yeah. Das ist auch der Grund, warum man Pferde im Winter auf nassem Boden nicht unbedingt auf die Wiese lässt, weil dann sieht sie so kaputt aus. Aber dafür ist alles hier gut, das freut mich sehr. Na Baby, ist alles gut? Verstehst du dich gut mit den anderen? Das freut mich sehr, dass bis jetzt alles so gut gelaufen ist. Hallo, du freundliches Herzchen. So lieb, die beiden. Also mit dem Rubien hat sie bis jetzt echt am meisten zu tun. Und ich glaube, dass der Rubien sich wirklich sehr, sehr freut über sie. Also ich dachte, dem Rubien könnte es irgendwie kritisch werden, weil er doch so mega verspielt ist und so. Aber lässt sich von ihr super viel gefallen. Oder das, wo der Gruppenchef ist. Die Kleine kann sich schon so richtig gut durchsetzen. Lässt sie dann nicht unterbuttern, weil sie ja auch aufgewachsen ist zu einer großen Haflingerherde. Jenny lässt irgendwelche Dinosaurier-Urlaute von sich. Ben muss auch gleich mitmischen. Zwei Schmusen, der dritte schaut zu. Danke, Rubien, dafür. Ein paar Sliding Stops auf der Wiese gemacht. Sieht aus, als wäre irgend so ein Auto oder sowas drüber gefahren. Ups. 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 Zwei beste Freundinnen. Mit Fräzelinchen. Goldene Fischstäbchen im Sonnenuntergang. So ein aufregender Tag in so einem kleinen Fohlenleben, so einem kleinen Pferdeleben.
Ich hoffe, wir haben dann alle gemeinsam eine richtig schöne Zeit zusammen. Ich bin sehr, sehr happy, so wie jetzt alles gekommen ist. Möchtest du noch mehr von der Kleinen sehen und was wir noch mit ihr machen, dann abonniere auf jeden Fall jetzt gleich meinen YouTube-Kanal und schau dir diese zwei Videos noch an. Jetzt gleich weiterklicken, dann sehen wir uns gleich im nächsten Video. Du hast aber noch 5 Sekunden Zeit, also da am besten gleich weiterklicken und schau gerne auch noch auf meiner Seite vorbei, nitagirlythemen.de. Da gibt es noch neue Bücher und richtig coole Sachen und gratis Instagram-Story-Sticker. Lass dich weiterklicken. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Tschüssi!